Heute, was geht ab, Leitung hier? Aus Amsterdam, ohne Bargisch. Also erstens schläft er wahrscheinlich noch, zweitens haben wir verschiedene Hotels. Habe ich spontan dazu gebucht, weil ursprünglich hätten wir beide zusammen da bei ihm gepennt. Aber mitten auf, also während der Fahrt ist mir aufgefallen, nee, geht so nicht. Ich brauche meine Ruhe. Wir haben verschiedene Rhythmen, so 5 Tage vor allem, 5 Nächte auf dem Raum zusammen, engen Raum zusammen. Und unsere Rhythmen sind halt ganz anders. Ich bin jetzt schon wach, ich schneide jetzt das Video und so. Er würde noch pennen, ich würde ihn stören. Und wenn ich schlafen gehen will, ist er noch aktiv. Geht halt echt nicht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe dieses Frühstück jetzt dazu gebucht, 18,50 Euro. Ich dachte, es ist normal, so ein Restaurant ist hier unten, wo ich Menüs bestellen kann. Klar, ich hätte dann am Ende mehr gezahlt, aber für bessere Sachen. Ich muss sagen, diese Frühstücksbuffets interessieren mich nicht. Noch ein Pluspunkt für Holland, Amsterdam hier. Der Upload ist ziemlich schnell. Oder für dieses Hotel. Der Upload ist relativ schnell. Immer noch, natürlich kein Vergleich zu Hause, aber im Vergleich zu allen anderen Sachen. Super stabil. Krasses Gerät. Da kann man YouTube schauen. Ich schaue meine eigenen Videos. Aber sonst ist hier nicht viel. Ein paar Gewichte. Noch 2 Kardiomaschinen, 3 Kardiomaschinen. Eine Bank, wo ich ein bisschen was mit den Gewichten machen kann, aber. So. Wir begeben uns in die Stadt. Ich gehe ein bisschen spazieren. Bargisch hat sich ausgeklinkt für heute. Ist noch sehr müde. Kein Problem. Wir erkunden einfach die Stadt. Ich zeige euch mal, wo ich bin. Ich bin irgendwie auf einer Insel. Ich bin leicht abgeschottet. Schaut mal, hier bin ich drauf. Leicht abgeschottet. Und hier will ich hin. Einen Kaffee trinken. Auf Empfehlung von Mona. Sie ist auch ein Gourmet. Sie hat echt Ahnung. Eigentlich könnte ich auch schon wieder was zum Mittag vertragen. Schön. Kein Regen. Perfekt, um die Stadt zu erkunden. Wir haben ein Dilemma, Leute. Ich habe online eine Fahrkarte gekauft. Die funktioniert aber noch nicht. Erst wenn ich das, was ich online gekauft habe, einlöse gegen die Chipkarte. Die Chipkarte kann ich aber nur einlösen und holen, wenn ich hier durchkomme. Und hier komme ich nicht durch, weil ich kein Ticket habe. Also das Ticket bekomme ich erst, wenn ich dahinter gehe, zum Schalter. Ja, das ist eine Bombe. What the fuck, man? Was soll der Scheiß? Bei der Information gefragt. Es gibt hier, also einfach hier den Weg entlang, neben dem Café. Dann komme ich auch zu der Station, zum Service Center, wo ich meine Chipkarte abholen kann. Okay, interessant. Digga, das hat gar nichts geholfen, Mann. Jetzt bin ich einfach nur am anderen Ende. Ich musste aber in die Mitte davon. Digga, scheiße Fahrkarte, Mann, ich war schwarz. Hey, ich hab's versucht. Aber wenn es nicht gehen soll, geht's halt nicht. So. Wir sind unten in der U-Bahn. Ich habe eine Karte bekommen und hab's hier reingeschafft. Das Online-Ding, also ich habe direkt am Automaten jetzt einfach eine gekauft. Das Online-Ding, ja, hat nicht funktioniert. Wir fahren jetzt erstmal brunchen. Aber das ist eigentlich meins. Digga, ich komme so rein. Sie fragt mich so, will ich arbeiten? Ich so, hä, was willst du von mir, Digga? Sie so, willst du arbeiten? Und ich so, sorry, what do you mean? Und dann meinte sie halt so, also arbeiten mit dem Laptop zu chillen. Ich so, nee, danke, nur essen und trinken. Alter, Mann. Ja, wie hätte dir reagiert? Do you want to work? So. Ja, schauen wir mal. Monas Empfehlung. Der kleine Gourmet. Digga, das ist einfach eine Chilischote da. In meinem Drink. Ja, schmeckt das Chili, aber kommt gut. Crazy. Ist da was für die Proteins, man? Ei, Avocado. Das war leider meine zweite Wahl. Ich habe was Krasses gesehen. Poached Egg mit Brioche Bun. Ah, das geht nur bis 15 Uhr leider.
Oder 14 Uhr, 14 Uhr. Warte, 15 Uhr und es ist noch nicht 15 Uhr. Hat die mich gelinkt? Hat die mich gelinkt? Ah ne, bis 12. So. Schöne, hippe Location. Aber wisst ihr, was ich jetzt mal? Ich komme erstmal in den Shisha, Mann. Also laut Beschreibung, er nennt sich den besten Shisha-Laden, Shisha-Lounge in Amsterdam. Gemütliche Atmosphäre. Ich denke mir, er ist gleich hier um die Ecke. Wieso nicht? Deswegen muss ich eh nochmal runterkommen von gestern. Mein Gott, ey. Ich bin ganz allein hier. Der Bre war noch am Aufbauen. Hat viel zu erledigen. Aber wenigstens hat er die Shisha gebracht. Korrekter Typ. Angelo. Aber da genau, da drin haben alle Arabisch geredet. So, wir checken gleich ein Museum ab. NXT Museum heißt es. Sah geil aus. Die haben Werbung in der Tram dafür gemacht. Habe ich so ein bisschen Dubai Expo Feeling bekommen, weil da haben die auch ständig und überall Werbung dafür gemacht. Und dann ein bisschen rumgehen, spazieren. Schauen wir mal, ob Bargisch am Start ist für Abendessen heute. Irgendwas das Beste will ich probieren. Beste Pommes, beste Pizza oder beste Burger, irgendwie sowas. Genau. Abgespaced, so liebe ich es. Anders teures Museum, Mann. 25 Euro, 24,50. Aber es sieht geil aus. Warte mal. Okay. Digga, was ist das für ein geiles Museum, Mann? Das ist ja echt NXT, Mann. Der Raum hier ist ganz neblig. Okay, für euch, ihr seht alles einfach dunkelschwarz, aber es ist einfach neblig hier drin, Mann. Ich schwöre, ich liebe dieses Museum. Gönnt's euch, Leute, wenn ihr in Amsterdam seid. Das nächste Ding soll ein schwarzes Loch imitieren. Step inside a black hole, what the fuck? Okay, der Raum ist doch nicht so krass. Der nächste Raum wird, glaube ich, krass. Ich musste so Schutzdinger für meine Schuhe überziehen. Okay, das ist krass. Als wäre man im Weltall. Ich hab gesagt, oh mein Gott, Echo, es gibt auch ein Ende. Das war das Ende. Okay, der nächste Raum sieht auch sehr interessant aus. Let's go! Holy shit!
Holy shit. Hong und Bagish, most wanted, Alter. Zwei der mächtigsten in der Zukunft. Sie werden auf der ganzen Welt nach uns jagen. War schon geil, Mann. War echt geil. Jetzt wieder in die City. Und ich glaube, die besten Pommes essen. Ich habe Bock auf Pommes. Nichts allzu Großes noch. Schaut euch mal diesen Oschi an, Leute. Junge. Mannequin, seht ihr das? Ja. Voted number one Holland Fries. So not there? Knusprig, heiß, kartoffelig, fett. Gar nicht greasy. Ölig? Kann man sich schon gönnen, aber eine Portion wieder. Es gibt ganz viele Soßen. Muss man sich auch erstmal durchtesten wahrscheinlich. Ich habe einmal Standard Ketchup genommen und dann einmal Spicy Mayo. Bisschen eine Gick. Immer noch eine Menge übrig. Dunkle Seitengasse. War okay, muss man jetzt nicht probiert haben. Es Präsentiertechnik auch nicht die beste. Oben einfach Soße drauf. Das heißt, die oberen haben zu viel Soße. Und dann werden die unteren matschig, weil die Soße durchdringt. Meine Finger sind auch alle, obwohl ich das Teil benutze, voll mit Soße. Ich dachte, ist klar, ist eigentlich immer so, aber was weiß ich, 2022. Vielleicht haben die Jungen eine neue Technologie, wie man das besser machen kann. Also ist, naja. In dem McDonald's waren wir gestern. Wir waren so nah am Hauptbahnhof. Aber ich war so high. Ich hätte so leicht nach Hause kommen können. Aber jetzt habe ich ungefähr einen Überblick über die Stadt. Das habe ich vorhin gesehen. Werbung dafür. Habe ich überlegt, ob ich da reingehen soll. Also nicht jetzt, aber im Verlauf meines Aufenthalts hier. Überlege ich mir noch. Ich wollte Stroopwaffeln holen. Es gibt so einen kranken Laden, der hat 4,9 Bewertungen bei fast 500 Bewertungen, Mann. Krank. Der hat aber leider schon zu oder heute gar nicht offen. Morgen erst. Ich habe trotzdem anders Bock drauf. Deswegen gönne ich mir einfach random welche. Mein Gott, wie traurig ist das. Mein Plan F oder so. Der erstbeste Laden, den ich irgendwie finden kann, der noch offen hat. Der verkauft welche, aber nur abgepackt. Mein Gott, ey. Das ist echt traurig. Ich hoffe, es regnet nicht. Aber sieht nicht so aus. Sieht ganz okay aus. Ich höre es der nächste Morgen. Ich habe noch keinen Abschied gedreht, Outro. Ich bin gestern heimgekommen. Alles gut. Gar nicht müde. Und dann, bam, kommt auf einmal aus dem Nichts diese ganze Müdigkeit vom ganzen Tag. Ja, das war's von mir, Leute. Ein entspannter Tag. Bisschen Amsterdam erkundet. Ich habe für heute einige Sachen, Food-Sachen, die ich abchecken will. Von Mona, krasser Kaffee, krasser Schoko-Cookie, also normal Cookie, wirklich Cookie. Dann so beste Praline, die sah krank aus. Dann will ich diese Stroopwaffel von diesem Typen, 4,9, abchecken. Also einige Food-Sachen stehen heute auf dem Programm. Aber das seht ihr im Video morgen. Oh, was mir auch vorgeschlagen wurde von einem Zuschauer, Teppanyaki. Das ist das, wo so eine Platte vor dir ist. Und der Koch vor dir kocht. Endgeil. Schauen wir mal, ob Bagish auf sowas Bock hat.
Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Visa, folgt mir auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi und Crow. Crypto Cashflow generieren. Serious Business und ciao.